Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods & Co. Ja, wir sind in Folge 883 und ja, wir stehen vor der ersten Mod. So einfach ist es, genau. Wir stehen vor einem Daimler, da haben wir das Ganze auch schon. Einen Zweiachs-Hänger. Relativ großes Teil für Zweiachs, also schon mal ganz ordentlich. Ihr seht selber, ich bin so ein bisschen eingedreht. Ihr seht, hinten lenkt dementsprechend mit. Also sehr schön gemacht. Hab dementsprechend auch deswegen den Winkel so ein bisschen beigelassen. Ne? Sieht texturmäßig auch soweit ganz okay aus. Ne? Da seht ihr den Mechanismus, hier vorne sogar die kleine Anzeigengeschichte. Ich hüpfe einfach mal rein. Starte mal den Ablademechanismus. Da seht ihr selber hinten. Ne? Das Ganze fährt schön rückwärts raus und kippt dann den Rest hoch. Also sehr schöne Geschichte. Habe ich so oft auch noch nicht gesehen, dass der Winkel dann dementsprechend hinten nochmal der Rest nochmal gekippt wird. Finde ich aber sehr gelungen. Die Klappe fährt wieder zu, das gute Stück hier fährt wieder runter und dann fährt der Schlitten wieder nach vorne. Ne? Bin ich aus Versehen hier rausgehüpft, wollte ich natürlich gar nicht. Wir hüpfen noch hier glatt nochmal rüber. Ne? Wie gesagt, da seht ihr es nochmal auch hier schön, die Seitenteile super gemacht. Ne? Auch hier texturmäßig seht ihr selber, sieht gut aus. So, ja, ich meine, sieht gut aus, heißt natürlich auch noch, wir müssen mal gucken, was kostet das gute Stück denn überhaupt. Damit gehen wir mal eine Runde in den Shop, da dürfen wir nicht zu weit gehen, da sind noch ein paar Mods mehr. Da haben wir die Typenbezeichnung auch, SSM2, 54.000 kostet der mit 46.000 Liter Inhalt. Nicht das super Schnäppchen, aber vom Preisgefüge her noch okay. Man kann hier die Reifenvariante auch wechseln, das ist die Reifentypen, die ihr gesehen habt. Ihr seht, die normalen wäre etwas feinprofiliger dementsprechend gewesen. Wir könnten aber auch zwischen Michelin, Trelleborg, Lizard hin und her schalten. Und hier gibt es dann auch die Möglichkeit, den Aufbau noch zu setzen. Dann sind wir bei 46.000 Liter für 60.000. Naja, das ist auch noch okay. Ne? Also, warum nicht? Hauptfarbe an sich können wir noch wechseln. Je nachdem, ne? Das sind die Originaltöne, die es halt gibt. Und hier hat man halt noch ein paar andere Farben mit reingenommen. Könnt auch ein schönes Rot nehmen zum Beispiel. So, okay. Aus irgendeinem Grund stecke ich jetzt gerade mittendrin. Ist auch schön. Dann skippen wir noch mal eine Runde und hüpfen. So einfach geht's. Wir gucken uns nämlich die nächste Mod an. Die haben wir nämlich hier stehen. Besteht aus zwei Teilen. Nämlich einmal hier die Variante, um aus ne, für die CCM-Mod, um Mais Plus Geschichten zu machen. Das ist der Part hier. Und das gute Stück hier ist die Variante, um daraus, um aus Mais Schweinefutter zu machen. Das heißt, wir können das Ganze hier auseinanderfahren. Das mache ich einfach mal das O draus. So, das seht ihr selber. Das ist das Abgaberohr. Ne? Das heißt, das kann ich auch zum Beispiel dann, ne, das Laderohr fährt auch zur Seite und runter und geht um in seinen Trichter. Das heißt, ich kann jetzt hier an der Seite ranfahren mit einem Hänger, Kipper, was auch immer, oder auch mit der Schaufel, kann hier Mais einfüllen und hier kommt in das Schweinefutter raus. Wir können das hier auch drehen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch sagen, ja, ne, wir stellen darin, da kippt er, da stellen wir einen LKW neben, können auch einen Haufen machen, ne, ist ja ganz egal. Wir können auch daneben noch einen LKW stellen, der mit Hänger, der dementsprechend das Ganze wieder aufnimmt, oder einen Traktor mit Hänger und hier halt den Maispart reinkippen und dann die gute Maschinerie laufen lassen. Das ist der ganze Part. Ne? Ich kann den Traktor anmachen hier, so. Und wenn wir jetzt hier die Steuerung an sich sehen, dann seht ihr selber, wir können die Mühle natürlich erstmal dann senken. Ne? Damit es dann auch vernünftig steht. So seht ihr es, ne? Da ist auch die Ablade unten. Dann können wir sagen, hier abladen, ne? Oder hier nicht abladen. Ihr seht ja selber, ist gerade nichts drin, deswegen kann er hier nichts einladen. Ne? Und wie gesagt, ich kann das Rohr halt hier ein bisschen hin und her drehen, wo wir es dementsprechend brauchen oder hinhaben wollen. Ne? Geht natürlich auch hoch und tief. Also, das ist schon mal ganz ordentlich gemacht. Ich werde das Ganze jetzt mal wieder einklappen. Das geht übers O. Fährt beides wieder ein. Ne, ihr seht, alles klappt sich dementsprechend zusammen. Nur für die Endposition müsst ihr selber die Maus dann noch einmal bemühen, um das Ganze hinten gerade rüber stehen zu lassen. Mit V hebt ihr das Ganze dann wieder an und dann könnt ihr damit weiterfahren. So, zeige ich euch natürlich auch im Shop. Findet ihr unter Sonstiges. Da seht ihr jetzt einmal die CCM-Variante, ne? Und einmal die Variante, die braucht 180 PS übrigens dafür.
20.000 Liter Zwischenraum soll es sein, ne? Und warum das hier alles steht, weiß ich nicht. Und normalerweise ist das eher für Mais zu was anderem angedacht, ne? Wie gesagt, Getreidemühle, 29.000 kostet das gute Stück. Können wir auch nur so in der Form bekriegen, gibt also keine farblichen Änderungen oder irgendwie sowas in der Richtung. So, wunderbar, damit haben wir das auch erledigt. Dann gucken wir uns mal ein kleines Tatra-Paket an, würde ich sagen. Das Tatra-Paket sehen wir hier. Das ist ein 148er. Ne? Sieht ja okay aus von den Texturen her. Ihr seht hier schon mal das CRS10 als Auflage. Das ist halt eine Güllefass-Variante. Die gibt es auch in einer etwas anderen Farbe, wie ihr seht. Wir können das Ganze auch kriegen, es ist ein Modulwagen, ne? Das Ganze auch kriegen als Variante Miststreuer, seht ihr hier selber auch. Und da seht ihr hier, es gibt noch einen Dolly dazu und auch noch den Silage-Part und den Normalhänger-Part. Ne? Das könnt ihr natürlich dann, was weiß ich, nimmt den Dolly und das gute Stück drauf auf dem LKW selber auch und schon habt ihr zwei Transporteinheiten. Also das kann man so ein bisschen variieren. Man hat Gülle und Mist dementsprechend dabei und den Transportpart dabei. Also finde ich schon mal eine schöne Geschichte. Auch der kleine Hund als Long Vehicle hier, langes Fahrzeug, finde ich auch schon mal sehr gelungen. Sieht also soweit alles okay aus. Wir werden jetzt hier mal in den LKW reinhüpfen. Da machen wir mal den üblichen Lichttest. Der funktioniert. Wir haben, ne, zwei Lichtstufen nach vorne. Wir haben hinten auch unser Licht. Wir können blinken. Hinten funktioniert es wie an der Seite, wie auch vorne. Ne? Seht ihr, wunderprächtig. So, wir steigen ein. Wenn wir Licht anmachen, passiert hier so nichts. Sieht ja relativ normal, sage ich nochmal aus. Gibt es schönere Innenausstattungen bestimmt, auch hässliche. Oh ja, auch das. Ne? Ihr seht selber, wenn ich jetzt hier den Part anmache, den Motor, das ist mir aufgesetzt. Also wir haben jetzt hier keine Zeigerreaktion oder sowas in der Richtung. Ne? So, Licht kommt wieder aus. Ich würde sagen, wir drehen einfach mal eine Runde mit dem guten Stück. Dann hört ihr ihn auch noch mal. So, Rückfahrlicht oder nicht? Bremslicht hat er. Ne? Hier lassen wir ihn jetzt stehen. Also wie gesagt, zwei Versionen für Gülle und für Mist und dann noch zwei Möglichkeiten zu transportieren. Das Ganze sogar auf den Dolly. Natürlich würde der Gülle-Part nicht auf den Dolly funktionieren, weil es ja kein Antriebspart da. Ne? So, dann kommen wir zur nächsten Mod. Wollte ich gerade sagen, wir dachten mir, okay, schauen wir doch erst noch mal rein. Hier seht ihr, 15.000 kostet der Mistpart, 12.500 Liter bei 12 Meter Arbeitsbreite. Das ist Nummer 1. Dann gucken wir noch mal rein bei dem Güllepart. Da seht ihr, das ist beides die gleiche Typenbezeichnung. Auch 15.000, 10.000 Liter, auch bei 12 Meter Arbeitsbreite. Und den Hängerpart hier finden wir hier ganz am Ende. Da seht ihr den Dolly dementsprechend, der kostet 7.900. Wir haben dann hier einmal zwei Varianten, die alles transportieren können. Ne, ihr seht hier selber, wir könnten hier auch noch die Farbe oder sowas ändern, je nachdem, was das sein soll. Ne, hier noch die Gittervariante draus machen. Ne, so sieht das Ganze dann aus. Auch hier können wir das Ganze auch in Rot machen, wenn wir wollen. Ne, so hat man dann schon eine Möglichkeit, auch ein bisschen was zu transportieren. Und der Preisgefüge ist ganz okay. Und ich hätte natürlich jetzt fast den LKW selber vergessen. Den sollte man vielleicht auch nochmal zeigen. Der liegt nämlich bei 39.000. Da seht ihr das Ganze. Ne, 60 km/h Spitze, das ist alles noch so im soliden Bereich. So, dann kommen wir jetzt tatsächlich zur nächsten und zur letzten Mod für heute. Hier sehen wir das Ganze nämlich schon. Ne, Valmet, also, ne, hier den 705 Autocontrol. Nicht wundern, die Mod, die ihr aktivieren müsst, wenn ihr es in der Liste sucht, heißt 905. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, das bringt sonst etwas ein bisschen durcheinander. Ich habe jetzt die Variante hier mit Frontlader gewählt. Ihr seht selber schön, ne? Texturmäßig alles ganz okay, ist natürlich nicht die neueste Maschine, deswegen sieht das auch nicht als neuestes aus, das wirkt ja so ein bisschen, ne? Und das ist aber auch okay, also es passt genau. Ne? Wir hüpfen eine Runde rein. Ne? Wir haben Licht vorne, seht ihr, das ändert sich farblich, ist nicht so die Standardvariante, die wir kennen, ne? Aber es funktioniert halt, Licht vorne, hinten ist alles da. Wir haben die Rundumleuchten, die funktionieren und auch geblinkt wird dementsprechend. Sowohl vorne wie auch hinten. Wenn wir dementsprechend reingehen und hier Licht anmachen, passiert so jetzt in dem Fall nichts. Wenn ich den Motor anmache und dann Licht anmache, dann passiert leider auch nichts.
Das ist der nächste Knackpunkt. Wenn wir losfahren, haben wir aber eine Zeigerreaktion. Das ist dann schon mal der erste Ansatz, was dann passt. Ich mache jetzt das Licht nochmal aus. So, ich würde sagen, ja, wir drehen einfach mal eine Runde, ne? Rückfahrlicht keins, Bremslicht geht, Rest funktioniert. Wir haben jetzt übrigens hier die Breitreifen-Variante. Ne? Ich fahre jetzt einfach mal hier vorne eine Runde noch hin. So sieht es halt aus. Da lasse ich ihn stehen. Shop, das ist natürlich noch wichtig. Läuft nur mittelgroße Traktoren, dachte ich. Kleine Traktoren. Tatsächlich kleine, 37.500. Hier steht nämlich dann auch die 905. 110 PS steht da so als Grundlage. Wir haben zwischen Trelleborg, Nokian, Mitas, Michelin, ne, so die Auswahlmöglichkeiten, verschiedene Reifen, Varianten auch, Breitreifen, Zwillingsbereifung nur hinten oder beides. Ne, die Flotation, also die schwer aufgepumpten sozusagen. Und dann halt die Pflegebereifung. Designmäßig ist das Ganze halt die Auto-Control-Geschichten, das ist halt die Anzeigen, die ihr hier seht, die ganzen Displays, die wir hier reingenommen haben. Fender vorne könnt ihr sagen, ja oder nein. Wenn wir runtergehen, dann seht ihr hier selber, ne, Stoll, Alloy oder keinen Frontlader, und wir haben den 705, den 705 Turbo und den 705 Ship. Damit liegen wir zwischen 110, 167 und 165 PS. Ich dachte eigentlich, der Ship müsste sogar mehr sein wie der Turbo, aber in dem Fall hier nicht. Wir können die Hauptfarben ändern in den schönen alten Farben. Ihr seht das selber, das ist nicht so die Ultra-Neulack-Variante, wirkt schon so ein bisschen ausgeblichen. Und die Designgeschichte, ne, ist halt immer die Frage, was man wo wie haben möchte. So, ja, also finde ich ein sehr schöner alter Traktor, ein günstiger Preis, und man kriegt einigermaßen PS dafür am Start. Ne? Jetzt selber, wenn ich hier die Motorvergrößerung dran mache, hier mit 165 PS, sind wir immer noch bei 38.350. Wenn ich die Frontfender weglasse, dann sind wir noch ein bisschen günstiger. Ne? Also, das hat schon dementsprechend was, finde ich. Schönes Ding. So, ich steige jetzt hier mal aus. Laufe ein bisschen rückwärts, stelle mich hier hin und dann ahnt ihr es bestimmt. Na, richtig. Wir sind am Ende für die Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und ja, bis morgen.